hier auf der Seite gelandet, weil du gerne mehr erfahren möchtest darüber, wie du mit Heil-Yoga und Yoga-Therapie deinen Kursteilnehmern oder dir selbst Gutes tun kannst. Gesundheit stärken, Immunsystem stärken, Lebenskraft stärken. Den Körper bei der Selbstheilung unterstützen, dass von innen heraus richtig was passiert. Richtig? Dann schau hier weiter. Du hast gute Gründe, dir das genau anzuschauen. Denn egal, ob du jetzt Yoga unterrichtest oder einfach Yoga für dich selbst praktizierst, du brauchst in jedem Fall immer Instrumente, Wissen, wie du Yoga korrekt an die einzelnen Situationen anpassen kannst. Jeder hat immer mal irgendwas, was nicht in Ordnung ist im Körper. Und es ist eine gute Idee, wenn man sich selber helfen kann. Ganz besonders in der Frühphase der Entstehung von irgendwelchen Beschwerden und Krankheiten kann man häufig so auf sich selbst einwirken mit Yoga, dass die Krankheit gar nicht erst kommt oder falls doch, dass es sehr viel weniger ist. Dazu braucht man aber ein paar Kenntnisse. Wissen, wie die Krankheiten jeweils entstehen, was ihre Charakteristik ist. Und genau zu dem Punkt habe ich was sehr Spannendes für dich, was du wirklich nur hier bekommst. Es geht nämlich nicht darum, dieses ganze schulmedizinische Wissen einfach irgendwie in Asanas darzustellen. Es geht darum, die energetischen Modelle des Yoga, und zwar ganz speziell Ida und Pingala im Sinne des Svara-Yoga und auch die fünf Koshas als fünf Ebenen des Menschen, das so zusammenzubringen, zusammen mit diesem ganzen Krankheitswissen aus der Schulmedizin, dass man ganz eins zu eins das ineinander abbilden kann. Also das und das ist hier Manomaya-Kosha und Pingala-Nadi und so weiter. Und das haben wir im Hormonsystem zum Beispiel an der und der Stelle. Und andersrum. Wenn man auf diese Weise einen Vergleich macht zwischen dem uralten Yoga-Wissen und dem modernen wissenschaftlichen Wissen, entsteht daraus eine Wissensbasis, mit der es einem, wenn man es einmal richtig kapiert hat, mühelos einfällt, wie man für eine spezifische Situation jetzt passende Yoga-Übungen findet. Und das muss nicht mal immer die 2 Stunden am Tag auf der Matte sein. Das geht auch überall fast. Es gibt einfach bestimmte Dinge, sei es körperliche, sei es mit der Atmung, mit dem Energiesystem, Blutfluss, Herz-Kreislauf-System und so weiter. Die ganzen Emotionen, Psychosomatik und all diese Dinge, was wir in uns tragen. Und natürlich auch unsere Denkgewohnheiten, Denkmuster. Und dann noch der größere Rahmen, in dem wir alle unterwegs sind, das familiäre Umfeld. Das sind alle Aspekte, die zusammenfinden und die sich in dem einzelnen Menschen verbinden zu einer Situation. Und die Situation kann schön sein oder weniger schön. Und mit Yoga haben wir die Instrumente, auf allen diesen Ebenen parallel zu arbeiten, sodass daraus dann ein neues Lebensgefühl entsteht, dass der Körper von innen heraus Dinge lösen kann, wo ein Arzt nicht so ohne weiteres drankommt. Weil die nicht mit Pillen zu erledigen sind. Und um das genau zu erfahren, lade ich dich jetzt herzlich ein. Schau dir diese Seite an. Da findest du viele Infos dazu. Und dann gibt es da unten auch noch einen Bonus. Schau dir den genau an. Der ist spannend, der wird dich sehr interessieren. Ich freue mich auf dich. Tschüss.